So, hallo, ich begrüße euch zum mittlerweile vierten Part von Super Mario 35. Hätten wir dann doch das eigentlich richtig mit Partnamen zu machen können, ne? Nicht Part 1 von... Vielleicht denke ich mir noch Partnamen aus und ändere das ein bisschen. Vielleicht bin ich aber auch faul und lasse es einfach bleiben. Wir werden sehen. Ach so, ich muss... oh, neues Level. Hä, wir waren in 4.3 gar nicht drin. Wait. Hä, kommen Level anders jetzt dazu? Ich dachte, man muss die Level spielen, dass die neu dazukommen. Okay. Ich weiß nicht, wie man neue Level... Was? Wieso kommt plötzlich ein neues Level? Das verstehe ich jetzt schon wieder gar nicht mehr. Wie kommt man denn an neue Level ran? Ich dachte, man muss die spielen und das haben... Aber wir haben 4.3 nie gespielt. Ja gut, genau das wollte ich, dass die neuen Aufgaben auftauchen. Schaffe es in die Top 20, easy. Beende 4 Level in einem einzigen... Ja, auch easy. Nutze 10-mal das alte Roulette. Ja, okay. Dann... Hey, wait, was war da gestanden? Nächstes Mal? What? Ach so. Ach so. Der ist jetzt praktisch... Ah, okay. Ab dem 9.10. kommt hier ein neuer. Ja gut, dann egal. Okay, also alte Roulette nutzen heißt natürlich, ich muss Geld ausgeben. Dann werden wir Münzenrang technisch jetzt eher nicht große Erfolge einzielen. Aber ich meine, ich muss ja nur jedes Mal Leben sammeln, dann kann ich immer einmal direkt das Roulette drehen. Also ich drehe jetzt das Roulette dann etwas häufiger, alleine schon wegen dem Achievement. Was heißt Achievement? Halt wegen der Mission. Na gut. Könnten wir jetzt wahrscheinlich wieder drüber streiten. Ich habe jetzt nicht geguckt, wie viele Münzen man dafür bekommt. Ob am Ende nicht die Münzen, die man behalten würde beim Roulette, mehr wert sind. Als wenn man das Roulette 10-mal dreht. Das sind ja 200 Münzen. Aber ich glaube, man hat mehr wie 200 Münzen bekommen. Und ich bin sowieso jemand, der solche Missionen einfach machen möchte. Ich bin so, ne... So, es gibt ein Achievement, egal wie sinnlos es ist, ich will's machen. Ja. Ich meine, das kennt man ja von so Apps auch. Da gibt's teilweise so sinnlose Achievements. Ich muss sagen, in Mario Kart Tour gibt es jetzt mittlerweile Expertenmissionen. Die finde ich richtig dumm. Die finde ich richtig dumm, weil... Ich kann's auch begründen. Das sind so Sachen wie... Also die gehen insgesamt 80 Tage lang, hat man Zeit, diese Expertenmissionen zu erfüllen. Und es sind Sachen wie, triff, keine Ahnung, 280 Mal einen Gegner mit einem roten Panzer. Also was hat das zu tun mit Experten? Das ist einfach nur Spiel das Spiel. Und zwar verdammt lange und oft. Bis du 280 Mal einen Gegner mit einem roten Panzer getroffen hast. Das sind dann Sachen, die finde ich sinnlos. Und so von, davon gibt es halt einiges. Es gibt auch gute Sachen, wie zum Beispiel, dass man eine relativ hohe Punktzahl mal erreichen muss, um die Mission zu erfüllen. Das ist ja dann wirklich was, was mit Können zu tun hat. Aber alles andere sehe ich irgendwie nicht. Ah, ich hab nicht auf Konter gestellt. Guten Morgen. Scheiße. Ah, das war auch blöd. Ich wollte eigentlich da hoch. Komm aber auch so da hoch. Easy. So. Das Leben ist, habe ich jetzt auch gelernt, hier irgendwo. Irgendwo da. Hier wahrscheinlich. Nee. Hier? Da ist das Leben. Ja, wait, ich wollte ich eigentlich... Ah, nein. Jetzt muss ich das Leben verfolgen. Da ist es. Da oben fährt es entlang. Und ich werde es nicht... oh nein, ich werde es verfehlen. Ah, scheiße. Okay, das war's. Absolut komplett. Mein Gott. Ja, wow. Sogar den habe ich. Okay, es sind 300 Münzen. Oh, das war ja... das... Mensch. Mensch. Oder kommt einfach täglich... Kommen einfach täglich Level dazu? Ich kapiere es noch nicht. Kann ich das überhaupt beeinflussen? Aber ich habe es doch beeinflusst, indem ich Level freigeschaltet hatte. Ja, keine Ahnung.
Aber ja, das war ja, das war's jetzt. Ach, mein Gott, ey. Naja. So geht die Runde bei den anderen ein bisschen schneller zu Ende, weil wenn so Leute wie ich so aussteigen auf die Art und Weise, dann ist das natürlich. Ja, Und ich hätte jetzt schön die ganzen Münzen für mein Roulette-Rad einsetzen können schon. Habe ich natürlich wieder nicht. Es ist ja auch Quatsch, das Roulette-Rad zu drehen, wenn man zum Beispiel eine Feuerblume hat. So, das ist ja völliger Blödsinn. Ah, falsche Richtung. Halt. Die 15 Sekunden nehmen wir mit. Ah! Ach, komm. Alter, ich krieg. Sag mal, bin ich gerade komplett bescheuert? Sieht aus, als könnte ich nicht spielen, so wie ich das gerade gemacht habe. Was ist eigentlich da oben so drin? Ist da noch irgendwas drin? Ich glaube nicht. Aber wir können ja mal gucken. Oh, wow. Ne, da ist überall nichts mehr. Okay. Ist hier irgendwas? Also ich glaube, in 1.1 haben wir schon genug versteckte Sachen kennengelernt. Es gibt bestimmt. Oh mein Gott, jetzt kann ich auch einmal drehen. Yay! So, einmal gedreht, noch 9 Mal müssen wir drehen. Juhu. Okay, hier kriege ich nicht viele Münzen dazu. Ah ja. Aber ich krieg gleich wieder meine Blume. Alles in Ordnung. Alles okay. Stimme. Ah, ich habe schon wieder nicht auf Konter ge... Konter ge... So. Darf ich nicht vergessen, dass ich da umstellen muss. Darf ich echt nicht vergessen. Und ich bemühe mich, lieber Zilaikan, ich bemühe mich nicht mehr nice zu sagen. Ist mir gar nicht aufgefallen, dass ich das so oft gesagt habe, aber sowas fällt einem halt auch nicht auf. Wäre es mir aufgefallen, hätte ich es wahrscheinlich von selbst eingestellt. So. Okay. Na, komm her. Hui. Na, sonderlich klingt das alles nicht. Okay, jetzt aber mal richtig hier. Zack und ab dafür. Man müsste doch auch mit dem Stern eigentlich drunter durchrutschen können. Es müsste doch schneller. Ja, nice. Schneller gehen. So, jetzt aber das Leben holen. Also das Leben ist hier drin. Dann kann es jetzt runterkommen. Sehr gut. Du musst es einfach nur runterholen. Ah! Passt die Geschichte. Oh Gott, ich dachte, der Sprung ist zu knapp. Ich dachte gerade, der Sprung ist zu knapp. Das wäre es wieder gewesen. Eieiei. Okay, wir gehen 1-4. Wir machen es gleich spannend. Wait, es sind schon jetzt nur noch 9 Spieler. Was ist los? Was ist denn hier passiert? Was ist denn hier passiert? Wir haben nur noch 9 Spieler. Das ging ja richtig fix. 8? Okay. Und ich habe noch kaum Zeit aufgebaut. Das ist jetzt natürlich nicht so gut. Ich habe noch kaum Zeit aufgebaut. Ei. Oh, wait. What? Da oben ist auch nochmal ein Block. Okay. Go, 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 go. Achso, hätte ich gar nicht machen müssen, weil ich hier die Zeit hier habe. Zeit aufbauen. Zack. 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 Easy. Leider den nicht mehr mitgenommen, aber hier kommt jetzt nochmal ordentlich drauf. Aber wir haben... Oh Gott, es kommt gleich schon die Schnellphase. Uiuiuiui. Und ich habe noch nicht mal... Ich muss hier mehr Kombos machen. Ah! Jan, das ist jetzt nicht so gut. Oh boy. Oh no. Nee. Easy. Das war nicht, was ich wollte. So, komm mit, Bowser. Komm mit. Sehr schön. So, das war jetzt auf jeden Fall nochmal gut für die Zeit.
Okay. Na! No! Okay. Das ist sehr gut für die Zeit, jetzt hier das aufzubauen. Das war nicht, was ich wollte. Das ist, was ich wollte. Jo, wie viele Bowser wir einfach ins Rennen geholt. Also gut, haben wir nicht ins Rennen geholt, ne, aber halt. Okay, jetzt gehen wir hier so rum. Und tschüss. Und den nehmen wir auch nochmal mit. Es ist nur noch einer übrig. Ich bin alleine mit dem jetzt. Na toll. Jo. Oh, oh, nein, 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 nein. Ah, der kommt hinterher jetzt, ne? Kommt hinterher? Nein, scheinbar nicht. Okay. Oh Gott, das Feuer. Das Feuer, das Feuer, das Feuer. Weg damit. Das Feuer! Ich krieg's nicht los. So, jetzt alles gut. Jetzt kann nichts mehr passieren. Okay, guter, guter Raum. Gutes, guter Raum. Guter Raum. Das geht jetzt aber echt schnell, dass die alle ausgeschieden sind. Also, ne, man hat halt keinen Einfluss drauf teilweise. Jetzt einfach immer schön die Zeit aufbauen. Immer weiter die Zeit hochlassen. Und gleichzeitig ihm aber auch ein paar schöne Sachen schicken, wäre natürlich sinnvoll. Wie zum Beispiel die Pflanzen hier kriegt er auf jeden Fall. So, guten Appetit. Aber der hat auch noch richtig viele Münzen. So, Abflug. Aber so viel kommt jetzt gar nicht entgegen, nur die normalen Gegner. Hier, man sieht es ja da unten, da kommt überhaupt nichts. Der schickt auch gerade nicht wirklich Stuff. Hm. Oh nein, ich komme nicht mehr hoch. Komme ich noch ran? Nice. Nicht nice, nicht nice, nicht nice. Nein! Ist das mein Ernst? So, gib mir den Stern hier. Und das ziehen wir auch noch weg. Nein! Okay, dann machen wir es so. Gleichzeitig. Vielleicht kriegen wir gleich ein Power-Up noch. Ja, das ist super. Das war nicht, was ich wollte. Ich glaube, jetzt haben wir auch die 10-mal gedreht, ne? Oh, wow! Ich meine, es ist ja schön, dass ich den Stern kriege. Aber ich hätte halt gern Power-Up. Super. Das war's komplett. Ich bin gerade komplett ungeschützt, fällt mir gerade auf. Ich muss jetzt echt aufpassen und mir ganz schnell hier den Pilz organisieren. So, den haben wir schon mal. Den darf ich jetzt nicht verlieren, weil ich kriege jetzt hier kaum Münzen dazu. Oh nein! Ich kriege hier kaum Münzen jetzt dazu. Aber das ist jetzt nicht so gut. Die Zeit ist jetzt nicht das Problem gerade. Noch nicht. Die wird aber gleich das Problem. Auf. Oh mein Gott, wenn ich nicht aufpasse. Jetzt muss ich hier richtig vorsichtig spielen. Schade. Ja gut. Nehmen wir halt den zweiten mit. Haben wir wenigstens alle Missionen drin? Haben wir wenigstens alle Missionen drin? Ich habe wahrscheinlich einmal zu wenig gedreht. Ah, nice. Yes. Gut. Mag es, wenn Tagesdinge erfüllt sind. Okay. Ich muss mir trotzdem, wie gesagt, immer überlegen, wie lange wir das jetzt hier noch machen wollen. Weil das Ding ist ja, wenn ich mich jetzt gerade schon erschaffe, einmal aufzuraffen am Tag irgendwas aufzunehmen, dass man gerade dann am Abend noch vielleicht einen Part raushauen kann, ist halt wieder die Frage, sollte es Mario 35 sein? Sollte es Mario Maker sein? Sollte ich langsam mal mit Ori anfangen? Ah, okay. So, nochmal. Ist ja das Einzige, was wir gerade machen können, aber was anderes können wir gar nicht machen. Wenn man mal so drüber nachdenkt. Ja, was anderes können wir gar nicht machen. Weil Spezialkampf ist ja raus. Hm. Na gut. Aber ich check noch nicht, wie man jetzt an neue Level kommt. Ich dachte, man muss ein Level bekommen und dann... Aber jetzt habe ich einfach 4-3 bekommen. Ich war nie in 4-3 drin. Ah, schon interessant.
Natürlich starten wir in 1-1. Wo auch sonst. So, aber jetzt muss ich nicht mehr so, das Itemrad so spammen. Das war natürlich mehr dem Umstand geschuldet, dass wir hier Dingens hatten. Ah, schade. Schön, nice. Weiter so. Oh, Mist. Man kann halt so schnell am Anfang rausfliegen, ne? Ich muss nur zwei oder drei kleine Fehler machen in dieser Form. Und schon war es das. Das ist eigentlich super dumm. So. Aber halt der... nee, komm. Aber der Anfang ist halt immer der gleiche. Normalerweise hätte ich mir jetzt hier die Blumen geholt. Naja. Habe ich jetzt eigentlich irgendwann mal nice gesagt? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich habe nur gesagt, ich werde es nicht mehr sagen. Aber ich habe nicht drauf geachtet, ob ich mich dran gehalten... Oh mein Gott! Ob ich mich dran gehalten habe. Habe ich mich dran gehalten? Ich hoffe. Wäre sonst etwas ärgerlich. Kommt die zurück? Nein, okay. Ach Mensch, ich wollte in die Lücke, in der Lücke landen, damit wir... Na, damit wir die Combo weitermachen. Ach komm, das haut eh nicht hin. Damit wir die Combo schön weitermachen können. So, hier zack, zack, zack. Ab dafür. Gib mir das. Hui. Und hier die Blume mitnehmen. Ach, ich mach wieder alles weg. Ich hätte ja den einen Block lassen können, um da hochzukommen leichter. Oh mein Gott. Oh mein Gott! Dankeschön. Meine Herren. So. Hier das Leben holen. Easy. Easy, easy. Hier die Pflanzen wegzünden. Auch easy. So. Zack. Okay, ab dafür. Ja, okay, dann gehen wir halt nicht oben rum. Aber ich denke, obenrum ist grundsätzlich schneller, weil bis du hier unten bist. Und du hast halt dann die Auswahl bei Leveln. Also manchmal. Zack, 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 zack. Das ist jetzt wieder eine längere Runde. Wir sind immer noch 17. Ich werde jetzt so versuchen zu spielen, dass ich die Münzen nicht für mein Roulette-Rad hergeben muss. Na, also ich will jetzt Münzen sammeln, natürlich. Ist klar. Yo! Da hat einer... Ach, nö! Hat sich einer mit Bowser angelegt. Aber jetzt sind wir bei 11 Spielern. Das ist schon gut. Das sieht schon besser aus jetzt hier. 10. Immer wenn es tsch macht, zieht einen raus. Ups, ich habe nicht aufgepasst. Ah, ich wollte nicht. Ich wollte hier. Erstmal gucken, wo ich lande. Dann kann ich entscheiden, ja, wow, ob ich das Roulette drehe. Ich drehe es nicht, weil ich kriege hier die Blume und was anderes. Würde mir das Roulette jetzt eh nicht nützen. Okay, okay, den müssen wir wegziehen. Das war dumm. Dann holen wir uns den Stern und machen es damit. Yo, irgendwas ist passiert. Oh Gott, oh, das war ein bisschen knapp. Jetzt dreh ich doch mal das Roulette. Ach, ich hasse es. Dass das nie funktioniert, wie man das möchte. Okay. Noch, Mann, gib mir doch ein Power-Up, Alter. Okay, haben wir 1-1 zur Auswahl? Okay, wenn wir 1-1 zur Auswahl haben, gehe ich da rein. Da kriege ich am schnellsten meine Power-Ups wieder zusammen. Ohne zu drehen. So viel übrigens zu meinen Münzen. Jetzt habe ich schon wieder zwei- oder dreimal gedreht. Das war natürlich nicht... Oh Gott! Du kannst hier so schnell in den Gegner reinspringen versehentlich, weil du die Steuerung einfach nicht beherrschst. Meine Nerven. Eieiei. So, zack, zack. Zack, zack. Jo, das ist jetzt auch... Oh mein Gott! Okay. Ja, dafür... Weißt du, den...
wollte gerade sagen. Weißt du, den einen Sprung über die Pflanze, da skill ich einfach rein. Und sonst mache ich Mist. Und dann mache ich sowas. Boah. Also. Nee. Nee. Einfach nur nee. Da könnte ich schon wieder... Ah. Unfassbar. So. Okay. Zack, zack. Okay, hier ist noch kaum Stuff. Das heißt, wir rennen im Moment recht schnell aus der Zeit raus, was nicht so gut ist. Und wir schicken, dass wir hier ordentlich schnell Zeit bekommen. Zack, zack, zack. Sehr schön. So geht es schon mal ein bisschen besser. Gib mir... Oh mein Gott! Wie oft ich daneben springe, es ist... Ach nee, ich brauche die Blume ja gar nicht. Wie oft ich daneben springe, es ist so... Ah, ich habe schon wieder nicht umgestellt. Mann! Hä? Ah, okay. Ging nur gerade der andere Bildschirm an. Brauche ich jetzt aber gar nicht. Weiß nicht, warum der sich gedacht hat, oh, ich schalte mich jetzt mal ein. Ach Mann, ich würde hier gerne in die Lücke rein, weil dann würde die Kombo sich halt besser auf. Ja! Nice! Sehr nice. Immer schön die Kombos aufbauen. Hier auch. Zack, zack, zack und ab dafür. Hui. Sehr schön. Blume haben wir eh schon. Ne! Genau davor hatte ich immer Angst. Genau, dass sowas passiert. Ah, oh, was ist denn das heute? Okay, nochmal. Aber genau das ist es. Genau das. Deswegen habe ich immer Angst, da unten lang zu rennen. Ich gehe jetzt nie wieder unten lang. Nie wieder. Ich gehe nie wieder unten lang. Ich habe es jetzt so oft gemacht, wie es gut ging. Jetzt ist es einmal nicht mehr gut gegangen. Jetzt mache ich es nicht mehr. Weil jetzt ist das Risiko noch viel höher. Weil ich jetzt durch Aufregung erst recht gegen den Block springen würde. Meine Güte. Ist das mein Scheißernst? Zwei sind jetzt schon raus. Sie müssen gegen den ersten oder zweiten Goomba gesprungen sein. Das ich meine, es wird mir auch noch. Irgendwann wird mir das noch passieren. Mark my words. Ich hoffe nicht, aber irgendwann wird mir das noch passieren. Ich habe zwar jetzt auch peinliche Tode in dem Part drin gehabt, aber zumindest nicht... Was ist denn los? Hallo? 10 Leute sind schon raus. 11. Was macht ihr? Mit wem spiele ich da? Mit wem spiele ich da? Was zur Hölle? Ich meine, ich bin nicht böse. Ist okay. Kein Problem mit. Wenn ihr sagt, ihr wollt nicht mehr, dann tschüss. Yo, 20 Spieler nur noch. Nach einer Minute oder so. Nicht mal. Okay, es reicht gar nicht, weil da kein Gegner drin ist. Okay. Hä, wie kannst du... Also, dass es einen versehentlich rauszieht und so, das verstehe ich ja. Aber wie kannst du denn so viele auf einmal rausziehen? Wie gesagt, wir gehen jetzt immer oben rum. Ich gehe hier kein Risiko mehr ein. Mir viel zu riskant. Ach Gott, ach Gott. Okay. 3, 1, 1, 1, 4, 1, 4. Wir gehen 1, 4. Schön den Bowser ins Rennen bringen. So. Vorsichtig. Das Problem ist halt, so Level wie 1, 4 und so, ne? Also so Bowser-Level, geben halt kaum Zeit dazu. Vor allem, wenn keiner schickt mir Gegner, was ist denn los mit... Oh, ich hab keinen Konter an. Oh Mann, wie oft mache ich denn den Fehler jetzt eigentlich noch? Das gibt's doch nicht. Zack.
Am Anfang direkt zu Konter einstellen. Ist doch nicht so schwierig. Muss man halt nur nice dran denken. Plopp. Okay, nice Hammerbruder gleich am Anfang hier. Tschüss, Kollege. Und ich hätte gern die... Ah! Alter, diese Physik... Alter, dann eben so. Okay, zack, zack, zack. Schön die Pflanzen weg, okay. Da ist der nächste Hammerbruder, aber der interessiert mich überhaupt nicht mit meiner Blume. Ich muss jetzt unbedingt die Blume behalten. 12 Spieler noch. Zack, zack. Und die Blume mit... Okay, dann halt nicht. Ah, ich wollte drauf springen. Okay, den Kuh... den Koopa schicken wir... Okay, schicken wir nicht los. Aber wenn ich hier einen Koopa auslöse... Oh, das gibt ordentlich Zeit drauf. Flop. Das war nicht so schlau. Jetzt kommen hier die richtigen Hammerbrüder. Jetzt warte ich lieber erstmal... Ja, genau, genau darauf. Und dann gehen wir hier... Ich bin so blöd. So, aber hier ist noch meine Blume drin jetzt. Nein, jetzt ist es nur noch ein Pilz. Und jetzt bin ich gleich... Oh mein Gott! Okay, wir machen das so. Puh, Glück gehabt, dass der kam. Nein, ich bin so dumm. Oh mein Gott, ey. Oh nein, und jetzt habe ich nichts mehr. Das ist jetzt gar nicht gut. Nein, ich wollte den mit der Shell wegzünden. Ach Mist. Was mache ich denn heute? Letzte Runde. Letzte Runde. Oh Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Schon wieder einer raus. Das muss jetzt aber wirklich der erste Goomba gewesen. Hallo? Was ist denn los? Dusch, dusch, dusch. Alle springen in den ersten Goomba rein. So. Jo, was ist denn los? Wie kann man denn... Ich check's nicht. Wir sind doch alle in 1-1 gestartet. Wenn du den ersten Goomba überlebst, hast du doch einen Pilz. So, und dann kommst du doch relativ easy bis zur Blume. Und dann kommst du doch relativ easy bis zum Stern. Und dann kommst du relativ easy bis zur nächsten Blume. So. Wie? Wie kann man denn da schon ausscheiden? Du kriegst ja auch nichts entgegengeworfen, was jetzt irgendwie schlimm ist. Ach, ich hab schon wieder nicht umgestimmt, Mann. Aber das ist der nächste Kritikpunkt, den ich äußern muss, verglichen mit einem Tetris 99, ne? Vielleicht seht ihr es ja anders, aber verglichen mit einem Tetris 99 ist halt jede Runde, die du startest, neu. Und du machst halt in Mario 35 immer das... Gut, ich könnte auch anders spielen. Ist auch klar. Aber... Faktisch mache ich immer das Gleiche und hoffe einfach drauf, dass die anderen Fehler machen. Es ist... Wie gesagt, es macht Spaß, aber es ist irgendwie noch nichts Halbes und nichts Ganzes. Weil jetzt bin ich wieder in 1-1, natürlich mache ich jetzt wieder meine Runde. Nur das ist so... Ja, es hat halt so ein bisschen was von... Ich weiß nicht, wie soll ich es ausdrücken? Ach, Mensch. Ja, so ein bisschen was von... Na, wie heißt die Dinger wieder? Einfach, wenn du rein zum Zeitvertreib irgendwas machst und es nicht wirklich Sinn ergibt. Ach, komm schon. Toll.
Allein, dass ich jetzt wieder drehen musste, schon wieder schlecht, ey. So, jetzt geht's hier ab. Okay. 1-4. Aber 1-4 mit einigen Gegnern, das heißt, wir kommen hier ganz gut. Wir werden hier ganz gut unterhalten. Da kommt jetzt einiges auf uns zu. Hammerbrüder sind auch schon im Rennen. Sehr schön. Den kriegen wir also wahrscheinlich gleich wieder ins Gesicht. Ja, da kommt gleich der Nächste. Da kommt gleich der Nächste. Und wir haben jemanden KO'd. Wow, der hätte fast getroffen. Eieieiei. So, da kommen jetzt mal den Koopa. Uff, diese Zwischenblöcke. Was ist da eigentlich noch alles? Da ist noch einer. Da ist, glaube ich, noch einer. Aber wozu sind die überhaupt da? Ich meine, es ist in keinem Leben oder sonst was. Die sind einfach da. Die waren im Original auch, ich weiß. Aber ich meine, die sind halt wirklich einfach da. So. Unsere Zeit ist komplett voll. 15 Spieler. Okay, wir können jetzt in dem Level noch mehr Hammerbrüder ins Rennen checken. Da bin ich sehr dafür. Und ansonsten spielen wir jetzt einfach brutalst vorsichtig. Wirklich brutalst vorsichtig. Und solange wir noch nicht im Problembereich sind, was die Zeit angeht, kann ich auch einfach mit der Feuerblume mir den Weg freischießen. Weil ich halt nicht in Zeitprobleme komme. Würden wir jetzt schon wieder mit Zeitdings kämpfen und so, müsste ich natürlich gucken, dass ich nicht nur die Blume einsetze. Aber aktuell würde es ja nicht mal was bringen, es anders zu spielen. Komm, geh runter. Das ist nicht runter. No! Oder ist ein zweiter? Oh nein, oh nein! Oh Gott, ich stehe hier ganz... Okay, oh Gott sei Dank ist der weg. Aber hier ist ein Pilz drin, den wollte ich eigentlich haben, ganz gerne. So. Eieiei, das wäre es jetzt wieder hier. Ah, das ist eine ähnliche Situation wie vorhin. Da habe ich auch hier kompletten Blödsinn gemacht. Aber da war hier der Bowser dann. Da war hier der Bowser und dann war natürlich vorbei. Aber das haben wir jetzt nicht. Irgendwo hier ist nochmal eine Blume jetzt drin. Ja, da unten, okay. So, jetzt ist wieder alles gut. Ohne Rad einzusetzen, haben wir das jetzt hier durchgeschafft. Oh, nice. Okay. Achso, aber wenn ich jetzt eh ans Ziel springe, sind ich die sowieso weg. Oh, no. Jetzt werde ich wahrscheinlich... Ja. Einmal zur Sicherheit das Rad einsetzen. Nice. Oh Gott, oh Gott. Okay, Pilz, komm her. Danke. So, jetzt fühle ich mich wieder sicher. Ah, die Pflanzen. Die suchen sich aber auch schon... Oh nein, oh nein. Die suchen sich aber auch schon freche Plätze teilweise, ne? Ah, das ist nicht, was ich wollte. Das ist zwar cool und alles, aber das gibt mir halt noch nicht das Gefühl, jetzt wieder sicher zu sein. Sicher bin ich erst, wenn ich hier den Pilz jetzt habe. Jetzt einfach keinen Quatsch machen. Keinen Quatsch machen. Keinen Quatsch machen. Okay, nice. So, jetzt müsste ich damit auf jeden Fall zum Stern kommen. Hilfe! Hilfe! Okay, weg damit. So. Und jetzt komme ich auf jeden Fall zum nächsten Pilz. Eieieiei. Und noch ein KO. Ne, zwei KOs. Ne, eins. Ein KO. Ein KO. Passt schon. Nein! Soll ich nochmal? Ne, komm, wir gehen hier auf Sicherheit. Ah! Das brauche ich jetzt am Schluss des Levels auch nicht. Okay, ich hoffe auf ein Power-Up, weil ich möchte hier gerne... Danke für nix. Ah, schon wieder 20 Münzen weg. Ach, come on! Ich meine, ich komme jetzt ja fast dahin und da ist auch nichts mehr Gefährliches im Weg bis dahin. Okay. Also den Pilz kriege ich. Trotzdem war das jetzt schon wieder blöd. So vom Gesamtablauf her. Okay.
Sprungphysik manchmal. Ich hab mich schon wieder unterfliegen sehen. Okay, zack, weg damit. Ich glaube, hier unten ist sogar irgendwas. War hier was versteckt irgendwann mal? Hätte ich... Nee, ich hätte es mir eingebildet. Dann halt nicht. Oh nein. Oh Gott. Okay, gut. Huh. Den habe ich zu spät gesehen, aber zum Glück ging es gut. Okay, das kann man jetzt auch hier ganz gut für die Zeit wieder nutzen. Zack. Sehr schön. So. Was man auch machen könnte, um das Ganze spannender zu machen, so von der Art her, wie ich das jetzt nochmal an Nintendo-Stelle irgendwie bearbeiten würde, wäre die Idee, dass mit jedem Treffer die Zeit schneller wird. Weil aktuell ist es halt überhaupt nicht schlimm, getroffen zu werden. So, du hast keine 10 Sekunden später, hast du wieder ein Power-Up. Wenn aber ein Treffer schlimmer ist, als dass du einfach nur dein Power-Up verlierst, dann würde man eher versuchen, Treffer zu vermeiden. Na, wenn du mit jedem Treffer, keine Ahnung, geht's halt ein bisschen schneller die Zeit runter. Das fände ich ganz interessant. Weil das würde dann natürlich auch die Runden schneller beenden. Und das ist jetzt wieder eine sehr lange Runde. Wir haben immer noch 7 Spieler. Meine Tode in dem Part heute, also... Puh. Okay, noch ein KO. Noch ein KO. Nice, nice, nice. KO'd haben wir ganz gut in der Runde. Kann zwar nichts dafür, aber wir haben ganz gut KO'd. Oh, hi! Da ist ein Leben. Vielleicht kann man sich das mal merken. Werde ich mir nicht merken, aber vielleicht kann man es ja. So. Jetzt erstmal hier alles wegzünden, was wegzündbar ist. Okay, sehr schön. Wir gehen hier kein Risiko mehr ein. Geh runter. Nice. Geh auch runter. Nice. Okay, jetzt ist noch irgendwo ist einer oben. Nein, okay. Jetzt kann ich die Blume hier noch schnappen. Du hüpfst ein bisschen lustig rum. Und ich auch. So. Okay. Wir schnappen uns die Blume wieder. Also auf der Brücke ist ein Leben. Das sollte ich mir echt mal merken. Ich werde es wieder vergessen, aber ich sollte es mir merken. Ich treffe die nicht, ne? Alter. So. Und zack. 2-1. Okay. Auch ganz nett. 6 Spieler noch. Also mit einem, der noch ausscheidet, geht's dann los. Mit der Zeitdrama-Technik. Zeitdrama, was? Keine Ahnung, was ich rede. Lasst mich reden. Okay. Umgekehrt kann man ja, wenn man zum Beispiel ein gute Kombos macht, die Zeit wieder verlangsamen. Ne? Aber dass die Zeit so ein bisschen mehr... Mist. Oh boy! Oh nein! Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, das war gerade... Oh, die kommen hinterher. Ja, ich muss hier erstmal weg. So, kommt der jetzt hinterher hier? Okay, bis hierher schafft das nicht. Gut. Oh, das war jetzt ganz knapp wieder vorbei. Da waren wir jetzt wieder ganz knapp vorm Ende. Eieiei. Nice. Oh Gott. Okay. Bausi, 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 tschüss. Ah! Ach, jetzt, Mann! Aber da sieht man, wie die Sprungphysik noch nicht so will wie ich. Okay, wieder hier, wieder hier, wieder hier. Immer noch 6 Spieler. Und Hammerbrüder. Okay, jetzt haben wir 5. Jetzt geht's los. Jetzt beginnt der Spaß. Jetzt geht die Zeit richtig fix runter. Und jedes Mal ein bisschen schneller. Noch 4. Bowser, 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 weg. Okay,
Freunde. Jetzt wird's halt wirklich, ne, jetzt wird's wirklich schwierig, die Zeit aufrechtzuhalten. Ich komm schon nicht mehr. Oh nein, oh nein, oh nein, oh nein. Okay. Schnell zum Stern, schnell zum Stern. Nice. Okay, Abflug. Einfach durch, einfach durch. Ich hab die Blume vergessen. Ah, ich hab die Blume vergessen. Alles wegzünden, was im Weg ist. Nein, ich hab den Hammerbruder nicht mitgenommen. Ich hoffe, den hat's noch erwischt. Okay, hier krieg ich die Blume wieder. Sehr gut, perfekt. Jetzt vorsichtig bis zum Stern. Dann ist ja erstmal alles gut. Erstmal den Stern holen. Ich hätte die Shells nutzen sollen für die Zeit, aber jetzt ist egal. Ah, jetzt habe ich nicht, bin ich nicht gerutscht. Jetzt muss ich wieder hier durch. Ist aber in Ordnung, ist alles in Ordnung. Alles gut, alles gut, alles gut. So, das Leben lassen wir jetzt liegen, weil es gibt keine Combo. Das würde mich jetzt in der Zeit... Oh mein Gott! Nein! Weg mit dir, weg mit dir, weg mit dir! Okay, ich gehe auf Sicherheit. Nice. Und jetzt wird sie noch schneller, die Zeit. Jetzt ist sie rot. Jetzt ist sie rot. Okay. Oh, Fischi. Hi. Okay, wir gehen... Was ist denn 3-3? Oh Gott. Warum wollte ich jetzt in so ein Level gehen? Warum wollte ich jetzt in so ein Level gehen? Bin ich denn komplett bescheuert? Ja gut, weil ich nicht wusste, was 3-3 ist. Aber ich hätte mir denken können, dass 3-3 ist sowas. Ich glaube, die 3 ist immer irgend sowas in der Richtung. Egal. Vielleicht auch nicht so schlecht, weil mir hier nicht so viel entgegengeworfen werden kann. Weil es müsste ja alles... Ey, wo kam der jetzt her? Ich drehe mal lieber, vielleicht kriege ich eine Blume. Sweet. Sehr, sehr sweet. Aber ich kriege halt hier gerade keine gute Kombo zusammen. Ah! 1-4, 1-4, okay, okay. 1-4 ist gut, 1-4 ist gut. Nein! Schnell die Blume holen. Ah, ich krieg halt jetzt bin ich halt mit Blume. Ah, ich krieg nicht schnell genug Zeit zusammen. Ich muss schnell hier das Level beenden, dass ich wieder in ein Level komme, wo ich mehr Zeit bekomme. Oh mein Gott, geh weg. 3 noch. 3 sind noch. Oh, okay, ich setz Blume ein. Blume, sag ich schon. Nein, das ist nicht, was ich wollte. Ich brauche ein Power-Up. Ich brauche ganz schnell ein Power-Up. Ach, hör auf damit. Ich brauche ein Power-Up. Okay, ich brauche kein Power-Up. Nice. Damit komme ich auf jeden Fall bis zum Pilz. Alter, das hier ohne Power-Up-Bit spielen, ne? Das wäre so brutal. Das wäre so brutal, das ohne Power-Up bis hierhin zu spielen. Oh mein Gott. Ah, es... Das Roulette ist gerade komplett nicht auf meiner Seite. Was soll das denn? Alter! Ich brauche unbedingt eine Blume. Das gibt's nicht, ne? Oh, das ganze schöne Geld. Jetzt haben wir das Level aber auch gleich geschafft. Jetzt kommen schon keine Fische mehr. Ihr haut einfach mal ab. Okay. Okay. Nicht gut. Ist er aber jetzt wird es selbst ein Pau helfen. Oder das hier. Das hier ist noch viel besser. Ah, das schöne Geld. Wir hätten so viel mitnehmen können. Aber jetzt so ist es erstmal besser. So ist es erstmal besser. Weil es sind nur noch wieder zwei Spieler übrig. Ich und halt der andere. Okay, Blume. Bowser. Mach dich weg, mach dich weg, mach dich weg, mach dich weg. Tschüss. Stern. Und ab dafür. Nein, ich hab... Oh! Das ist so dumm, das zu verpassen. Okay, jetzt erstmal wieder so. Und schnell zum Levelende, dass wir hier... Weil das jetzt wieder Zeit hier kostet alles, den Quatsch, den wir hier tun. Yeah. Nee! Oh Mann! Der Treffer muss jetzt wieder sein. Zack, weg mit dir. Okay, der kommt zurück. Das heißt, da war nichts weiter Schlimmes im Weg. Okay, ich hab's bis zur Blume geschafft. Nice. Das
bisher... Ich wollte gerade sagen, bisher... Yes! Oh, immerhin noch ein Erfolg in dem Part. Uff. Nice. Puh. Puh. Aber es ist halt irgendwie... Auch das jetzt als letzten Kritikpunkt nochmal. Es fühlt sich... nicht... wirklich so an, als hätte man das jetzt... selbst erreicht. Sondern als wäre es Glück. Ja? Es ist einfach... Alter, wie viel Geld kriege ich... Hört das auch mal auf. Es ist einfach brutales Glück, wie die anderen spielen. So, dass du dir den Gegner schickst und so, ist schön und gut. Aber anders als bei Tetris, wo du denen ja reinschickst und das die wirklich, wirklich massiv behindert, ist es hier halt nicht eine massive Behinderung, was du denen schickst. Na, das ist so der Punkt. Also da müsste man noch einiges... Also da, na, ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Wie weit seid ihr eigentlich? Seid ihr aktuell in einem Punkt, wo ihr sagt, es ist jedes Mal spannend? Oder? Also wir hatten jetzt ja auch ein paar spannende Runden. Aber auch ein paar, wo ich den Eindruck hatte, puh, jetzt die letzte hat sich gerade wieder enorm schleppend gespielt. Ich habe zwar gewonnen, aber die hat sich trotzdem sehr schleppend gespielt. Und auch, ich habe halt einfach nur für mich meine Runden gespielt. So, ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass ich gegen den anderen gewonnen habe, sondern... der war in dem Punkt halt einfach ein bisschen schlechter oder hat halt vielleicht einen kleinen Fehler gemacht. Es fühlt sich nicht so an, als hätte man das wirklich selbst erreicht. Versteht ihr, was ich meine? Ich weiß es nicht. Jedenfalls, danke fürs Zuschauen. Schnell hochladen das Ding und ja. Tschüss.